Ich auch. Geil. Laufen wir schon? Wir laufen. Um Gottes Willen, das war mir gar nicht bewusst, sonst hätte ich doch niemals so ein komisches Intro ausprobiert. Oh nein. Natürlich habe ich es nur deshalb gemacht, in dem Glauben, dass es vielleicht gut wirken könnte und aussehen könnte und habe mich deshalb zum Kasper gemacht. Unabhängig davon, das Essen wird sich nicht zum Kasper machen. Es wird was richtig Geiles mit Pasta, mit Zucchini, mit Thunfisch, mit Käse und ganz vielen anderen leckeren Sachen. Wie nennen wir das Ganze? Pasta con tonno e zucchini. Das Ding ist ja auch, gerade bei so Zucchini-Versionen, da scheiden sich die Geister, ob es ein originales Tonno-Rezept gibt. Nein, da gibt es natürlich nicht irgendwie so originale Dinge. Es gibt aber ganz viel, was man miteinander vermischen kann. Es gibt ganz viel, was man ausprobieren kann und auch ganz experimentell, auch wenn es immer sehr klassische Zutaten sind, ist die italienische Küche halt eben auch. Und so einen kleinen Freestyle machen wir jetzt auch. Es wird richtig gut. Ich fange an mit der Zucchini. Hier, ich brauche auch nur eine, die zweite ist nur zu Deko-Zwecken da. Schneid sie in relativ dünne Scheiben und die wird dann frittiert. Dann lassen wir sie austrocknen, dass das ganze Fett dann weg ist. Und die kommt am Ende so als geiler Gemüse-Crunch da noch rein. Und ihr werdet es nachher auch hoffentlich in die Kommentare schreiben. Das wird dem Ganzen so einen richtig geilen Drive geben. Ich schneide auf jeden Fall jetzt erstmal. Und das ist die erste Handlung, die ihr dann auch hättet bei dem Gericht. Und die ganzen kleinen Süßen hier, die gehen jetzt hier in die Pfanne zum heißen Fett. Durch das Endstück, zack, zack, zack. Wo, wo, wo. Rein da mit euch, verbrennt euch nicht die Finger. Das passiert mir oft und gerne bei solchen Geschichten. Ich gebe mir allerdings Mühe, dass es heute nicht passiert. Ich muss ja ein gutes Vorbild sein, ne? Irgendwie. Oh, warum trinke ich eigentlich nicht? Frage ich mich auch. Wieso trinkt mein Kameramann nicht? Das ist die wichtigste Frage hier. Denn hier muss ich ja noch so ein bisschen warten. Mit so ein bisschen Vino Bianco. Jetzt hat er doch was gekriegt. Salut. Ich hoffe, ihr trinkt mit. Ja, und wir gucken uns das hier so in der Zeit noch an. Philosophieren so ein bisschen über Gott und die Welt und gute Pasta, die wir gleich zweifelsfrei bekommen werden. Wir nehmen uns jetzt die rote Zwiebel und hier habe ich noch so ein bisschen Chili. Entscheidet euch wirklich da so sehr bewusst, ob ihr eine frische oder so eine getrocknete kleine nehmt, denn auch der Schärfegrad unterscheidet sich da enorm. Entscheidet auch selbst, ob ihr Kerne nehmt oder nicht. Ich mag hier nur diese frische, weil die so ein bisschen, ja, nicht zu scharf ist, aber trotzdem einfach so diese Chili-Note ganz gut mit verkörpert. Und ich werde auch auf die Kerne verzichten. Und jetzt habt ihr alle gar nicht mitgekriegt, wie einfach ich hier nämlich die Schale entfernt habe. Einfach so ein bisschen mit der Messerseite hier andrücken. Und dann kriegt ihr die Knoblauchschale immer ganz, ganz locker, ganz entspannt da los. Ihr könnt es runterschneiden. Zwiebel, Knoblauch und Chili sind geschnitten. Jetzt holen wir auch noch die letzten Zucchini hier raus. Ist auch wichtig, denn ich brauche jetzt hier am Herd auch eine andere Pfannen- und Topfbesetzung. Jetzt setzen wir nämlich gleich schon mal das Nudelwasser auf und fangen ein bisschen an mit dem Anschwitzen. Besetzung ausgetauscht. Wir haben jetzt das Nudelwasser aufgesetzt, Pfanne steht und jetzt braten wir in etwas Olivenöl, rote Zwiebel, rote Chili und Knoblauch an. Und ich packe mir direkt mal das Olivenöl und los geht's. Öl ist drin, hat auch schon so ein bisschen Hitze jetzt bekommen. Und jetzt, lieber Luigi, jetzt kannst du nämlich rüberkommen, weil gleich passiert wieder etwas, das sehr gerne und sehr häufig beim Kochen passiert. Es fängt an, sehr gut zu riechen. Next Step, Thunfisch. Das Ganze schwitzt jetzt schon so ein bisschen. Und da kommt jetzt hier unser leckerer Thunfisch mit rein. Und das lassen wir jetzt aber auch alles einfach mal so zusammen, so 5, 6, 7 Minuten braten, damit der Thunfisch auch so ein bisschen, ja, sich nicht ganz auflöst, anders als wenn ihr da so eine Sardelle zum Beispiel verkocht als Filet. Aber dass das alles nachher so schön eher zu so einer gesamtheitlichen Soße werden kann am Ende. Das Wasser wird jetzt gesalzen. Ist jetzt auch hier schon nah am Kochen.
und Pasta rein. Und weil das ja jetzt alles auch sehr schnell gehen soll, weil wie gesagt, auch jetzt so der Thunfisch schon so ein bisschen vor sich hinschwitzt, habe ich jetzt auch eine kleine Pasta genommen, eine kurze, die eine relativ kurze Garzeit hat. Also diese hier, die haben jetzt 6 Minuten, nach 5 solltet ihr schon mal da irgendwie so schmecken, weil die garen gleich auch noch ein bisschen in der Soße nach. Von dem Wasser, wo die Nudel gerade drin kocht, kippe ich nämlich jetzt auch schon mal so ein bisschen was hier zum Thunfisch. Das Nudelwasser hat eigentlich auch hier jetzt so 2 Funktionen. Das hat ja auch ein bisschen Stärke, soll ein bisschen binden, dadurch, dass nachher auch so ein bisschen eine soßenartigere Konsistenz entsteht. Das kommt aber auch jetzt schon so früh raus, weil wie gesagt, ihr habt ja festgestellt, wir haben das jetzt hier schon ein bisschen früher ans Anschwitzen gebracht, damit einfach die Sachen nicht verbrennen, weil ihr könnt das Ding noch so weit runter schrauben, den Gasregler. Und gerade wenn ihr einen Gasgrill habt, ist es dann meistens trotzdem noch irgendwie mit einer gewissen Grundhitze versehen. Ihr braucht da halt irgendwie eine flüssige Masse drin, damit sich die Wärme einfach besser verteilt und nicht die Sachen, die dann unten wirklich am Pfannenrand liegen, irgendwie Gefahr laufen anzubrennen. Nur so als kleiner Tipp. Jetzt nutzen wir die Zeit, um den Käse schon mal ein bisschen runterzureiben. Ich mag es total gerne, wenn Provolone dabei ist, gerade wenn es halt so um die Basis für die Soße geht. Aber um da halt auch diese Parmesanwürze, die halt einfach eben auch lecker ist, nicht zu vernachlässigen, habe ich den noch mit dabei. Ist jetzt halt so ein Giovanni Ferrari, gibt es halt in vielen normalen deutschen Supermärkten. Wir sind jetzt im Umfrachtungsprozess. Pasta nämlich aus dem Topf raus, direkt aus dem Nudelwasser gerne, dann geht nämlich auch immer noch so ein bisschen Nudelwasser mit rüber. Pasta ist jetzt schon mal so ein bisschen eingerührt, ich habe auch noch ein bisschen gut an Nudelwasser mit rüber gemacht, aber jetzt kommt das, wodurch diese Cremigkeit, wodurch es gleich ein bisschen soßenartiger wird dazu. Ich habe das Nudelwasser auch übrigens noch nicht weggekippt, falls wir gleich noch was brauchen, denn jetzt ziehen wir hier noch so ein bisschen den Käse durch und es könnte nämlich halt einfach noch passieren, damit es soßiger wird, dass ich gleich nochmal aufs Nudelwasser zurückgreifen muss. So, Luigi, hast du was gemerkt? Was haben wir noch nicht gemacht? Habe ich wieder überfordert, ne? Wir haben noch nicht gewürzt. Wir haben jetzt das salzige Nudelwasser gehabt. Das heißt, mit Salz könnt ihr jetzt ein bisschen sparsam sein. Allerdings solltet ihr das nicht mit Pfeffer sein. Das muss auf jeden Fall noch dazu. Hier ist meine Pfeffermühle. So, wir werden es jetzt wie folgt machen. Wir werden jetzt nicht alles da rein tun, aber schon viel davon. Jetzt hier auch noch mit untergerührt wird. Zack. Lassen aber so ein bisschen als Topping draußen, dass wir es nachher auch noch fürs Auge ganz gut anrichten können. So, und jetzt geht's ans Anrichten. Mache ich mal so eine runde Nummer für Luigi und mich fertig. Und fertig ist euer nächster Pasta-Hit. Eine leckere Pasta mit Thunfisch und Zucchini, mit leckerem Käse. Und ich glaube, damit macht ihr ganz, ganz vielen Leuten eine Freude. Lasst es euch schmecken, macht es auf jeden Fall nach. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch schmeckt. Abonniert den Kanal und verpasst keine Folge. Wir lieben euch, ich liebe euch, wenn ihr weiter zuguckt. Nur dann natürlich. Wir sehen uns bei der nächsten Sendung. Bis dann, Leute. Ciao.